Herr Salomon, Sie sind der Sprecher des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus hier in Berlin. Sie haben jetzt 2 Tage lang die Vorträge und Diskussionsrunden auf unserer Konferenz verfolgt. Wie ist Ihr Eindruck bislang? Wissen Sie, vorerst. Ich komme gerne zu dieser Konferenz. Ich komme jedes Jahr zu dieser Konferenz, seit Jahren. Warum kommt man zu dieser Konferenz? Weil das ist aus meiner Sicht, dass es diese Konferenz, das gibt es gewisse Maßstäbe. Es kann man erkennen, welche Tendenzen das es gibt. Das ist im Bereich, das ist die Forschung. Es kann man das erkennen, dass es hier aus der Praxis Erfahrungen. Die Menschen schildern das ihre Erfahrungen. Und deswegen, das komme ich gerne. Nicht nur ich allein nehme ich mir Zeit, das ist, komme ich hier und von früh bis abends. Wir sind da, ansonsten ist es die vielen Mitglieder von Jüdischen Forum, die sind auch da. Und dann werden natürlich nach dieser Konferenz, wir würden sitzen zusammen und würden wir besprechen. Und wir würden das unsere Feedback sammeln, nicht nur ich allein, ansonsten auch zusammen das mit Mitgliedern des Jüdischen Forums. Sie selbst sind im Jahre 1991 aus Baku nach Berlin gekommen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Aus Moskau. Eigentlich. Aus Moskau dann. Haben Sie den Eindruck, dass die Erfahrung der sowjetischen Juden während dieser Tagung auch richtig verortet und gewürdigt wird, oder vermissen Sie den einen oder anderen Aspekt? Naja, das hier, das ist besonders heute. Wir haben das auch, das ist sehr vieles gehört. Die einige Filme, das wurden das erwähnt, das zum Beispiel wurde das gesagt, dass die viele Filme oder wird das als Dokumentarmaterial aus sowjetischen Filmen benutzt. Ja? Das ist ziemlich interessant, aber was aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gekommen und was ich wollte, dass es die hören, wie es ist jetzt sieht, dass es dort aus in Sowjetunion, ehemalige Gebiete, das ist Sowjetunion. Jetzt war zwar eine ziemlich interessante Debatte entstanden, zum Beispiel in Ukraine. Gestern wurde auch darüber gesprochen, wie kann man begegnen, dass es die ukrainischen Nationalisten in Sache, dass es zum Beispiel Stefan Bandera. Ja, aus meiner Sicht, das ist die Bandera, das ist, war ein ukrainischer Nationalist und er war, das ist ein Nazi-Kollaborateur. Und das kam, das ist auch zur Sprache, weil in Ukraine, das ist, kommt, das ist ziemlich eine Tendenz, auch das ist nationalistische Tendenz. Und wie wird das ist begegnet in Sowjetunion? Sowjetunion in Moskau, in Russland, das ist, wie wird begegnet? Dort ist es entstanden ziemlich starke Debatte. Ja, und dann die beide Seiten versuchen, dass es die jüdischen Menschen instrumentalisieren, für sich zu gewinnen, für ihre Sache. Das ist, wird das ist auch das ist gesagt, dass es in Reihen, das ist von Stepan Bandera und seiner UNO, das waren auch jüdische Menschen, was ist mir nicht bekannt. Ich kenne, dass es zum Beispiel, sie waren, dass es in Lviv, ehemalige in Lemberg, sie waren, dass es auch beteiligt bei Vernichtung, das ist die Juden. Und solche das Sachen, das ist, könnte man auch hier bisschen mehr, bisschen vertieftes zu hören. Das war das ein bisschen zu kurz für mich. Dann, ich wollte, dass es auch mehr, dass es, ich bin ein Praktiker. Ich wollte, dass es die Erfahrungen hören, dass es auch, dass es die andere Praktiker aus den Projekten. Es war ein Panel, das ist hier, das war ein fantastisches Panel, das war sehr interessant. Wenn es wäre das zum Beispiel ein zweiter, dritter Panel, das wäre das für solche Menschen wie ich bereichernd. Ja? Das ist, könnten wir mehr wissen. Aber ansonsten fand ich, das ist eine hervorragende Konferenz, das war interessant. Was hat es mir besonders sehr gut gefallen? Auf Podium kamen sehr viele junge Menschen, obwohl die waren das ein bisschen in alte Korsett gezogen. Das könnte man diese Korsett erkennen, aber die waren das ist die jungen Menschen und es war interessant zu hören, diese Menschen, weil die werden das ist unsere Forschung weiterführen und die sind im Bereich das ist diese Forschung und das finde ich, dass es war mutig seitens, dass es die Organisatoren, diese jungen Menschen, diese jungen Forscher, Wissenschaftler, das die Podium zu bieten. Morgen wird in Auschwitz-Birkenau an den 70. Jahrestag der Befreiung erinnert. Und wahrscheinlich zum letzten Mal steht der Mensch, der Überlebende, morgen im Mittelpunkt. Aber die Zeitzeugen versterben leider. Und da tut es, meinen Sie, gut, dass wir merken, es gibt viele junge Leute mit Empathie, aber auch mit akademischem Interesse,
die vielleicht nicht anstelle der Überlebenden treten können, aber die Botschaft vielleicht aufgreifen und weiterführen? Naja, es ist ein großes Problem. Ein großes Problem. Zum Beispiel mein Vater, ein von diesen Zeitzeugen, das war. Ja, ich habe das von ihm sehr viel das gehört, von meinem Großvater, von Familienmitgliedern. Und die sind jetzt nicht mehr da. Aber wir haben das gehört, dass diese Geschichten, wir kennen das, diese Geschichten. Und wollen wir oder nicht wollen wir kommen an die Stelle unserer Eltern. Oder die anderen Menschen, haben sie gehört, dass es Erzählungen von Zeitzeugen, und die kommen, dass es auf Erzählungen zu Zeitzeugen. Wir müssen das die nutzen, die letzte Gelegenheit, dass es, was uns noch Zeit gibt, dass es die Begegnung mit diesem Zeitzeugen nutzen, dokumentieren, und danach natürlich, das müssen wir diese Arbeit übernehmen, und ich finde, es ist eines von wichtigsten Arbeiten, was muss das getan werden. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Salomon, und viel Erfolg für Ihre Arbeit mit dem Forum.